Ja, jetzt sind wir wieder hier unten, aber diesmal mit April. Und ich hatte mich ja eh schon so ein bisschen gewundert, dass wir hier nicht mehr machen konnten, weil war zumindest noch eine Brücke und ein Boot. Mal gucken. Dieser Ort muss uralt sein. Aber das Ding sieht aus wie neu. Anständige Handwerksarbeit. Das Steinchen darüber ist auf jeden Fall weg. Gucken wir mal. Unglaublich, dass so etwas so lange unterhalb von Makuria existiert, ohne dass jemand etwas davon ahnt. Das Boot ist nicht mehr da. Ja, diese Brücke hier noch. Und stimmt, da war auch noch ein Eingang. Es ist der Mann, dem ich gefolgt Ah, bin. da ist das Boot. Haben wir schon gewundert. Ja, ohne sieht es jetzt natürlich ein bisschen mau aus für uns. Es sei denn, wir haben brückenwiederherstellende Magie. Ich habe hier keine anderen Boote gesehen. Ich werde eine andere Möglichkeit finden müssen, um auf die andere Seite zu kommen. Das Tischbein von meinem Schreibtisch knarzt wieder. Ja, mal gucken, ob das geholfen hat. Weil ich lege hier immer so schön meinen Ellbogen ab und dann knarzt es ununterbrochen und das ist natürlich nicht so cool. Und wir sehen uns dann mal um. Da hatten wir beim letzten Mal diesen Stein oder so weggenommen, ne? Oh nee, die Viecher wieder. Merken wir uns. Falls es von Bedeutung ist. Oder wir müssen uns halt hinter so einem reinschleichen. Sind da Fische im Wasser? Ja. Eine dieser Kreaturen. Sie sang an der Tür und sie öffnete sich. Magie. Man muss sie lieben. Ich mag Magie auch. Diese Kreatur hat die Tür nicht berührt. Sie hat sie wie durch Magie geöffnet. Also Magie. Immer wieder Magie. Ja, gucken wir uns mal noch fertig um. Wir haben gerade nichts, womit wir anfangen können zu summen. Aber wir haben wieder potenziell einen Ziegel, einen Ziegelstein, einen Kieselstein, aber ne, diesmal nicht. Ja, Okay. Ich glaube, das ist eine Tür. Aber es scheint keine Möglichkeit zu geben, sie zu öffnen. Warum summst du nicht ein bisschen? Noch irgendwas Interessantes? Der Stock nicht. Vielleicht können wir uns die andere Seite bei der Brücke mal noch anschauen. Aber das wird auch nicht der Weg sein. Müssen wir wieder hoch? Steht gerade ein bisschen am Schlauch. Und gleich habe ich auch die Melodie wieder vergessen. Ne, hier dürfen wir nicht mehr hoch. Kaputt. Kaputt. Dieser Ort muss. Hier, wir haben auch nichts im Inventar. Ah, warte. Was für ein seltsamer Apparat. Er erinnert mich an irgendetwas, aber ich komme nicht darauf. Wir haben aber auch nichts zum Draufstecken. Was für ein seltsamer. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen planlos, ehrlich gesagt. Also und zurück gibt's auch einfach nicht mehr. Hier noch irgendwas zum Angucken. Gucken wir mal das Tor noch mal genauer an. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was man benutzen kann. Die
Kristalle, die machen ja auch nichts, ne? Also, manchmal. Ne. So, diese Zeichen hier oder so? Ja. Ich glaube, das ist eine Tür. Naja. Muss das da hinten angucken, auch nicht. Oh! Da ist einer von denen. Können wir vielleicht hinter dem reinschleichen dann? Sind wir hier versteckt genug? Oh, dann haut der ab. Das ist aber gut zu wissen. Aber wo verstecken wir uns denn dann? Okay, dann despawnt der. Das ist dann wahrscheinlich der Schlüssel. Dann probieren wir uns mal ein bisschen besser zu verstecken. Hier oder so. Oder wir müssen den halt umhauen. Ich weiß es nicht. Aber dann wird das hier jetzt so ein Geduldsspiel. Es hat jetzt aber nicht bis eben gedauert, bis jetzt zum ersten Mal so einer kam, oder? Ne, guck mal. Da kommt wieder einer an. Hey, geh hinterher! Geh hinterher! Ach, Gott sei Dank. Puh. Rechts und oben hat der aktiviert. Ich denke, dass das ein Altar ist. Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Vielleicht ist es eine Art archaischem. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Es muss eine Kombination. Ja, versuch doch. Hä? Du sollst eine. Hä? Warum versucht sie denn nicht? Es war Rechtsmitte. Oder was rechts, links, Mitte und das linke sieht man nie. Es muss eine Kombination geben. Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir das nicht machen können. Es muss eine Ja, benutz halt! Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Ja. Und jetzt drück! Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Dann versuch's! Oh, das nervt mich gerade. Warum geht das denn nicht? Ja, geh raus. Ich will die Kombination machen. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ja! Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich Boah. Werde etwas versuchen. Mann, das macht mich wütend. Was soll ich denn aber dann machen? Wir haben doch sogar rechts unten das Handsymbol. Eine Tafel mit. Das ärgert mich jetzt. Ich würde eigentlich nur mal sehen, ob die da links auch drauf drücken. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Boah. Ich werde etwas versuchen. Dort geht es in die Haupthöhle zurück. Sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg für mich, um es zu öffnen. Warum kann ich denn nicht hier hinter? Ich will irgendwo, wo ich ein bisschen besseren Blick auf die linke habe. Na, hier schon mal nicht.
Alter, wie der rumnörgelt hier. Hier fehlt übrigens ein Kristall. Ah, deswegen können wir hier in der dunklen Ecke stehen, ne? Keine Ahnung. Gucken wir es einmal von hier nochmal an und hoffe, dass wir danach das machen dürfen. Also es ist entweder rechts Mitte oder rechts links Mitte. Den linken verdeckt er halt die ganze Zeit so, dass wir es nicht wirklich sehen. Weiß ja nicht, ob ich mich gerade irgendwie dumm anstelle oder... Rechts, links, Mitte. Easy. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall gesehen. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Und dann macht sie es aber halt nicht. Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Also ich kann es einfach nicht benutzen. Es muss eine Kombination geben, um die Tür. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Das verstehe ich nicht, Leute. Ich will etwas versuchen. Ich habe nichts im Inventar. Wie soll ich denn mit der Tür denn interagieren? Oder muss ich den einfach verjagen, wenn der das dritte aufgemacht hat? Ach komm, jetzt war ich hier nicht versteckt genug. Ich renne einfach hin, wenn die Tür quasi aufgeht, wenn er das dritte gedrückt hat und versucht dann durchzurennen, würde ich sagen. Das ist noch eine Möglichkeit, die ich sehe. Vielleicht soll ich selbst das Ding einfach gar nicht drücken. Aber... Ja, ich finde die Stelle hier gerade allgemein ein bisschen verwirrend. Leider. Also ist ein bisschen widersprüchlich halt von der Bedienung und so. Wir gucken jetzt mal, warten jetzt ab. Ich mag auch generell halt nicht so Schleichelemente oder wo man halt so geduldig auf was warten muss. So. Rechts, links, Mitte. Als ob die jetzt nicht aufgeht. Er hat sie doch alles schon gedrückt. Es hätte aufgehen müssen. Oh, warte, ich hätte noch eine Sekunde länger. Ich hasse es hier. Dum, 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 bum, 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 ba-da-da-da-da. So. Rechts, links, Mitte. Es muss eine Kombination. Mann, aber so ist man halt nicht schnell genug. Eine Tafel mit drei Steinen. Ich hasse es. Mami. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Nee, wirst du nicht? Machst es ja nicht. Kenne ja die Kombination inzwischen, in- und auswendig. Aber kriegst einfach nicht hin, die Tasten zu drücken. Das nervt mich gerade. Wenn es jetzt nicht klappt, dann gucke ich in die Lösung, was man da machen muss, weil anscheinend stelle ich mich zu blöd an. Es muss eine Kombination geben. Es kann nicht wahr sein. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Oh mein Gott. Als ob. Kann ich jetzt von hier aus die Kombination dann angucken oder was zählt das dann, wenn der weg war? Ah, ich hasse es. Rechts, links, Mitte. Wer hätte gedacht? So. War das jetzt genug, um dir die abzugucken? Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Ich werde etwas versuchen. Okay, es geht ihr einfach gar nicht darum, sich die abzugucken, sondern sie will halt wirklich einfach nur auch durch die Tür. Oder? Oder muss ich jetzt hier gucken? Oh.
muss natürlich das Rechtsklickauge benutzen. Die benötigte Kombination, um die Tür zu öffnen. Mann, April, das habe ich jetzt schon 5-mal so gesehen gehabt. Oh, es ist umständlich. Man muss es nicht immer schwerer machen, als es ist. Ich weine. Was haben wir jetzt hier? Das sieht nicht wie eines jener Wesen aus, die hier unterwegs sind. Es muss verschiedene Spezies geben. Hm. Oh ja, angrabbeln. Wir stellen es mal auf den Briefumschlag. Oh. Ich finde es aber gut, dass die Viecher uns jetzt bekämpfen. Angst vor uns haben. Und bei Zoe sind sie halt... Kommt da gleich einer von oben? Bei Zoe haben sie ja richtig auf die Schnauze gegeben. Und wir mussten mit denen kämpfen. Und hier vor April haben sie irgendwie Angst. Hm. Riecht nach Mensch. Anscheinend muss ich mir jetzt halt auch vor denen verstecken. Oh, das schreit nach noch mehr Rätsel. Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass diese Symbole von den Wesen geschaffen wurden, die jetzt hier leben. Ein P. Okay, wir haben hier eine P-Kammer. Ach, und hier kann ich mich dann vor dem verstecken. Eine P-Kammer. Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Aber ich habe echt keine Ahnung, auf was ich stellen soll. Könnte das der Vorfahr einer Spezies von Arcadia sein? Bestimmt der Typ mit den langen Fingern. Ich weiß halt nicht, auf was ich stellen muss. Das ist halt das Problem. Ich habe irgendwie gar keine Info dazu, oder? Oh, hier sind helle Kristalle. Oh, und hier sind Fische. Ist das das Essenslager? Oh. Also man kann sie auf jeden Fall überall verstecken. Das erinnert mich so ein bisschen... Das sind ja ein Wohnquartier, oder? Erinnert mich ein bisschen an diese ganze... Robo-Spinnen-Geschichte. Müssen gucken, der ist irgendwo hier in der Nähe. Ja, also ich verstehe, glaube ich, die grobe Idee hinter. Ich weiß halt nur nicht, auf was ich es einstellen muss. Hier dieses P, die gibt es ja auch einfach alle nicht, die Zeichen da. Hier, das ist das. Und da geht dann das auf, würde ich sagen. Es sieht sehr alt und sehr solide aus. Hier sind so drei Striche. Aber hier sind halt andere Zeichen dran, wisst ihr? Deswegen, das verwirrt mich. Hier sind andere Zeichen, als da in der Mitte des Raumes sind. Und hier in diesen Seitenkammern findet man irgendwie gar nichts. Das ist mein Problem. Diese Wand sieht nicht sehr fest aus. Huch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Huch. Ich kann dort nicht hinaufklettern. Die ganze Wand könnte zusammenbrechen. Ah, hier sind wieder die Quartiere. Hups. Herbe, sind wir jetzt einmal wieder hier? Ich bin verwirrt. Es schnüffelt wieder rum. Oh, fuck. Ich meine, die sind eben die ganze Zeit vor uns weggerannt. Warum? Hilfe? Warum ist da jetzt so ein Mutantenvieh?
Ach du Scheiße. Rip. Rip. Oh mein Gott. War das knapp. Er weiß nicht. Bisschen creepy. Wo ist der hin? Kommen wir auch nicht durch. Da ist ein leerer Schlitz im Zentrum des Gott. Tors. Also das hier wird ja vielleicht richtig ist anstrengend. Eine Art Schlüssel. Das hier kann ja lustig werden. Ach du meine Güte, ist das weitläufig hier überall. Und dann überall diese Zeichen. Ich weiß nicht, auf was ich es stellen muss. Mann. Es ist schön, dass hier überall diese Statuen sind. Aber ich habe doch keine Ahnung. Sind wir wieder hier oder was? Die es ist auch noch kaputt. Sieht gruselig aus. Oh, ich bin hängen geblieben. Also was wir mal machen können, ist auf jeden Fall hier mal zwischenspeichern, weil es klingt nach so einer Stelle, die ganz schön knifflig wird. Oh, der Leiche. Ah, das sieht nachher aus, was wir gebrauchen könnten. Ja. Here we go, da mache ich mir direkt ein Foto von. Oh, das ist gut. Das ist dann, glaube ich, auch das Ding drauf, was wir brauchen, ne? Ja, perfekt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder in diese Eingangshalle kommen. Das wird ein ganz anderes Thema. Weil die ist jetzt hier auf der anderen Seite, ne? Aber jetzt wissen wir wenigstens, welches Symbol welchem anderen Symbol zugeordnet wird. Wobei es hier halt noch keinen Sinn macht, weil hier haben wir zum Beispiel keins, ne? Da müssen wir dann später gucken. Nur in der Haupthalle haben wir Dinge zugeordnet. Die Haupthalle. Fuck. Wo ist der? Ich glaube, der ist nur oben drüber oder so. Ich glaube, den haben wir uns eingebildet. Wo kam jetzt eigentlich... Wie haben wir dieses große Monster getriggert? So. Kommen wir eigentlich wieder zurück. Ich kann dort nicht hinaufklettern. Die ganze Wand könnte zusammenbrechen. Das ist, wo wir runtergepurzelt sind, ne? Ach so, dann ist das, dann kommen wir gar nicht so leicht wieder hoch, oder wie? Und hier ist dieser Stein, den wir brauchen. Ja. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich nur die eine Statue hier, aber da haben wir doch gar kein Zeichen. Oder gibt es irgendwo wieder einen Shortcut, um hochzukommen? Das Problem ist ja, dass das Tor dazu ist. Na, wir können hier einfach mal rumdrehen, einfach mal unser Glück probieren. Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Ja. Ich glaube... Oh, verglückt. Da passiert schon mal nichts. Da scheint auch nichts zu passieren. Oh mein Gott. Wie kommst du denn jetzt hierher? Aber das heißt, dass irgendwo jetzt eine Tür auf ist, oder? Er kommt hier irgendwo von links. Ah. Kommen wir da wieder auf den Hauptpfad? Nicht ganz, ne? Also hier sind, das sieht aus wie der Hauptpfad, aber hier sind noch keine Zeichen. Oh, fuck, ich häng fest. Oh, nee, der holt jetzt wieder den Großen, ne? Scheiße. Wollen wir wieder gut verstecken hier. Oh ja, das ist echt so. Der Große kommt. Der Große kommt. Oh Gott. Aber im letzten Mal konnten wir uns hier verstecken. Wenn der Kleine wegrennt. Gott, der kommt wieder hierher. Das ist ja Albtraummaterial. Hahaha.
Oh mein Gott, zum Glück sieht er uns hier nicht. Okay. Ja, das ist, puh. Irgendwas sagt mir, dass das hier noch eine ganz, ganz anstrengende Passage wird.